Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Space Engineers und ja, Chatstem. Wir haben noch 9 Stunden Strom. Was ist passiert? Ich habe ja beim letzten Mal hier diesen kleinen Dingsbums-Bums-Dings hier gehabt, die kleine Zentrifuge, habe jetzt die große fertig, habe hier hinten eine Raffinerie und hier ein Container und wir haben auch schon 17.600 Eisen verarbeitet. Damit konnte ich dieses leckere Gefährt hier fertig machen. Ich habe mir mal einen LCD-Panel reingemacht. Er hat eine hohe Powerzeit. Reaktor, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Uran wir haben. Das könnten wir mal noch einstellen. Customize Data. Das machen wir mal hier hin. Echo. Inventory XS. So, dann gucken wir mal, nicht, dass das Ding hier zu groß wird. So, Uranium 9. Okay, wir hatten 7 vorhin drinne oder 8 oder 9, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch noch mal diese kleinen Solarkollektoren rangebaut. Warum? Und zwar, gut, jetzt geben sie nichts ab. Dann zeige ich euch das mal hier. Kontrollfeld, Solarkollektor. So, die machen 10 Kilowatt die Stunde und die großen momentan nur 80. Die kleinen machen dann aber nachher auch mehr, wenn die Sonne richtig gut steht. Jetzt steht sie ja genau oben mittig. Also die kleinen bringen mehr als die großen, deswegen habe ich hier oben zack mal hier ein paar kleine aufgestellt und das werden wir dann vielleicht noch erweitern. Die komplette Reihe hier durch mit Solarkollektoren. Vier, also ab der Mitte dann in die Richtung und sonst in die Richtung. Dann haben wir die Abendsonne wenigstens noch mit und die großen hässlichen Dinger da weg. Ich habe es natürlich hier vorher noch ein bisschen verpeilt und habe es hier auf diese raufgebaut. So, das ist mein kleiner Hubschrauber hier zum Andocken. Ja, ich wollte ihn mal probieren mit euch. Bevor ich den aber starte, werden wir jetzt die mal ausmachen, den hier mitzufügen, speichern und die mal ausstellen. So. Solarkollektoren, die geben gerade nichts ab, die Solarzellen auch nicht, der Gyroskop ist an. So, den Fuß habe ich erstmal noch dran gelassen, dann will ich mal irgendwann noch mal einen anderen machen. So, jetzt müssten wir. Und es fliegt wieder. Juhu. So. Kann man natürlich nicht lesen, dann müsste ich mir vielleicht hinten mal noch einen ran machen. Wo drauf steht, wie viel Power wir noch haben. Aber für eine Stunde haben wir zumindest erstmal Power. Das heißt, wir können jetzt diesen hier andocken. Hoffe ich zumindest, dass wir den andocken können. Ich könnte natürlich da mir auch einen programmierbaren Block machen. Und das Ding einfach mal auf Home andocken. Also müsste ich mir aber nochmal das Skript angucken, wie das war. So. Parking Position. Okay, K. Jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir das hier in diese Dinger reinkriegen. Ohne dass wir abstürzen. Okay, das geht noch. Okay. Kilogramm wird gerade nicht angezeigt. Gut, das ist auch okay. Wenn wir die Angst, wenn wir da jetzt zu viel reinpacken, dann sind wir Matschi-Batschi.
So, 1, 2, 3. Und wenn wir das alles drüben haben. Okay, das geht noch. Oh, also das mit dem Hubschrauber finde ich ja mal richtig nice, ja. Ich glaube, da werde ich, wenn wir jetzt nämlich hier dieses, das Kies alles drüben haben. Mit dem Anhalten dauert noch ein bisschen. Okay. Aber dann geht's hier endlich voran. Ja. So, und Parking Position. Und jetzt darf der das Kies rausziehen, bitte. So, und dann machen wir die mal aus. Und ich muss eigentlich sagen, mir ist das ein bisschen zu hoch, aber naja, egal. So, Inventar. Jetzt haben wir hier die High-Performance-Zentrifuge. Und wir haben hier irgendwo Keys, genau. So, da rein, da rein, da rein, da rein. Sehr schön. So funktioniert das. So, ich melde mich gleich zurück. Ich werde mal hier mal schnell noch die Dinger hier programmieren und dann müsste der das alles automatisch machen. Okay, bis gleich. So, hallo liebe Freunde. Ja, das war ein ganz kurzer Schnitzel. Ich habe jetzt, wie ihr seht, unten zwei programmierbare Blöcke drinne. Kann ich das jetzt? Ne, kann ich nicht. Ich kann jetzt quasi automatisch zwischen den beiden Basen mich hin und her transferieren, indem ich einfach die Skript ausführe und dafür brauche ich bloß einen programmierbaren Block. Aber das hatte ich euch ja schon mal in dem anderen Video erklärt. Ja, jetzt warten wir mal. Sollen wir mal gucken, ob er... Achso, jetzt macht er das natürlich so. Jetzt wird's im anderen. Okay, jetzt bin ich wieder drin. Ja, man kann die quasi beide ausführen. Ich fliege jetzt aber mal per Hand hin, weil das ein bisschen schneller geht. Aber so könnte man theoretisch, wenn man noch eine Antenne drauf hat und die auf eine große, gute Reichweite, könnte man das Ding fast immer automatisch hin und her fliegen lassen. Planen und wieder zurück und ja. So, dann machen wir jetzt hier mal den Rest machen. Dockt er jetzt sie automatisch an. Ich kann ja mal schon mal hier nach draußen gehen. Der fliegt jetzt automatisch hin. Ich wollte ja eh sowieso noch mal andere Füße anbauen. Dazu werde ich gleich erstmal mir noch ein paar Teilchen einpacken. So, der kommt da ja langsam an. Ich hoffe, dass der dann nirgendwo gegenditscht. So, die haben wir alle drin. Das ist ganz okay. So, fliegt mir da bloß nicht gegen die... Das macht alles automatisch. Sehr schön. Das ist ja doch ein Träumchen. So, jetzt wollte ich doch mal diese Fahrwerk.
So, der hängt da dran. Dann könnten wir... Oh, guck mal hier, die Batterien. Oh, die sind jetzt, werden jetzt hier auch endlich vollgeladen. Achso, jetzt zeige ich mir jetzt hier beide an, weil er gerade connected ist. Dann machen wir es ein Stückel kleiner. Dann soll er nicht mehr... Ja, der sieht doch die Uhrzeit. 16:44 ist gerade. Ich bin ja noch hier... So, machen wir mal eins. Okay. Kommt der jetzt klar? Immer noch nicht. Dann... 0.9... Ne, nicht 900. 9.000. Jetzt vielleicht. Komm, jetzt raste dich mal ein hier. Ja. Okay, das mit dem Reaktor ist wahrscheinlich nicht so geil. So, und dann gab es ja noch hier noch ein anderes Grip-Kontrollfeld. Das muss ich doch noch mal hier in mein schlaues Handy hingucken. Das war Inventory-Sortierer. Na, wo habe ich denn drinne? Automatic Inventory Sorter, na? Warum komme ich denn da nicht drauf? So. So. Ingots. Okay, ich probiere das mal. Small. Doppelpunkt. Dann diese Klammern. Stone. Okay. Ich denke, das ist richtig. Mal gucken, dann müsste der theoretisch leer sein jetzt. Genau. Genau. So, jetzt hier noch diese Füße dran. Jetzt ist nur die Frage, wo die... Okay. Das wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. 16 Minuten. Ziehen wir mal die ganzen Dummy Industries. Dann war das vielleicht das mit der Nano-Dingsbums da, ne? Stahlplatte, Stahlrohr, Motor. Stahlplatte, Stahlrohr, Motor. Produktion. Montageanlage. Stahlplatte, Stahlrohr, Motor und, nee, die nicht. Herstellungskomponenten, die waren hier oben. Zack. Und jetzt können wir auch die Alloyplatten machen. Und die Goldplates, dann kriegen wir nochmal bessere Solarzellen. Aber dafür haben wir, glaube ich, nicht genug. Ah, Gold haben wir nicht genug. Für einen, ja. Aber für die Anzahl, die wir brauchen, reicht das nicht aus. So.
Stahlrohr klein. Stahlrohr klein. Die müsste er jetzt auch gleich herstellen hier. Build and Repair System. Bin ich mal gespannt, ob der das hier irgendwas macht. So. Ach du Schande. Block ist not ready. Kommt der da vielleicht nicht ran? Doch, das müsste doch da alles. Ach nee, das wird. Ah, ja, ja, ja. Mal kurz gucken. Okay, da geht's auch nicht. Okay, okay. Nochmal weg mit dir. Dann stellen wir dich mal hier hin. So, 8. So, 1. Block is not ready. Anderen helfen. So, aber wir wollten ja eigentlich, wollten wir doch hier mal die Füße uns anbauen hier. MA Pocket Gear Base. Pocket Gear Left. Achso, Stahlplatte. Stahlplatte, Stahlplatte. Ja, komm, dann nehmen wir mal hier alles von dem ein bisschen mit. Und von hier unten noch irgendwo was, war das hier nicht? Okay. Herstellungskomponente brauchen wir noch welche. Herstellungskomponente. So, aber bei meinem Glück wird das nicht ausreichen. Der könnte da hinten absacken, richtig?